Zeit fürs Bettchen. Man könnte jetzt flott einschlafen und den Tag in seligem Frieden abhaken. Aber das klappt scheinbar nicht auf jeder Matratze. Du bist irgendwie komisch geworden. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist einfach bloß, weil ich durch das Umstelling anfange, mir selbst irgendwo näher zu kommen. Es sind Gefühle in mir, die ich einfach jedes Mal, wenn ich den Spiegel sehe, kommt dieses Gefühl auf. Welche Gefühle? Dass in mir etwas sich einfach wach rüttelt. Was rüttelt sich wach? Etwas, was ewig lang unterdrückt wurde, ewig lang entdeckt. Ich weiß nicht, wie ich so schreiben soll. Also. Was hast du denn unterdrückt? Ich möchte dich doch auch verstehen, dann erklär's mir bitte. Ich habe jahrelang immer alles von mir unterdrückt. Meine eigenen Wünsche, meine eigenen Sorgen, mein eigenes Alles. Das habe ich mir gedacht, nämlich. Und dieses Umstyling jetzt, was der Typ mir gemacht hat, jedes Mal, wenn ich den Spiegel sehe, ist, als würde ich durch einen Langstrauch tief in mich hineinsehen. All das, was ich bin, was ich untergraben habe, das ist jedes Mal, wenn ich den Spiegel sehe. Und es ist für mich echt hart, das einfach alles erstmal zu begreifen, zu realisieren. Das ist nicht einfach nur ein schönes Erlebnis, sondern für mich auch immer auch schmerzhaft, in den Spiegel zu sehen, weil ich einfach das sehe, was alles dahinter geschoben war. Das Umstyling hat für mich einen ultra emotionalen Wert. Ich merke ganz schwer, ich fange direkt schon an zu weinen. Nicht weinen. Don't be discouraged, oh, I realize. Jedes Mal, wenn ich ins Spiegel gucke, ist es halt auch jetzt immer mehr Trauer und Schmerzen, die hochkommen. It's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. Es hört sich so stupide und dumm an. Es ist im Endeffekt nur durch ein bisschen Haare umändern und Gesicht sehen, so es ist, aber es ist halt echt hart. But I see your truth. Markus und Cecilia sind auch noch wach. Gute Nacht. Schlaf gut. Danke, du auch. Danke, du auch. Endlich Quasselstrippen-Sprechpause. Schön, diese Ruhe. Aber eine Sache muss ich jetzt noch nerven. So, der Tag, als du mich damals ausgewählt hast. Ist es für dich die richtige Entscheidung gewesen oder ist es die falsche Entscheidung gewesen? Da dachte ich mir, ja, ehrlich, offene Antworten wird schon nicht falsch sein. Hast du, wie ich jetzt darüber denke? Ja, genau, jetzt auch. Ich glaube tatsächlich, dass ich natürlich gerade auch beste Chancen gehabt hätte, das hier zu gewinnen. Okay. Aber das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich dachte, man kann mich nicht mehr schocken, aber das hat mich hundertprozentig geschockt. Ja, also egal, so sehr ist mir jetzt auch nicht wichtig. Alter, verarschst du mich gerade? Ich bin auch noch da. Und mir ist das wichtig. Guck mal, wie viele Spiele wir gewonnen haben. Ja. Ja, und dann sagst du zu mir, mit jemand anderem hätte wärst du weitergekommen. Guck mal, wie weit du gekommen bist. Ich habe nur ein Spiel gewonnen. Ja, im Endeffekt nicht. Weil im Endeffekt sind es ja 4 Spiele. Und das zählst du ja nie, ne? Ja. Hm? Ja. Okay. Es kommt immer nur Negatives raus. Immer. Ob er von alleine was Negatives sagt oder wenn ich ihn was rausfrage. Und es ist halt einfach so, ehrliche Antwort, ja. Aber dann ist es halt wirklich so, dass er alle Scheiße sieht. Er hackt ja dann sozusagen auch auf mich rauf. Es ist ja alles, was ich mache, sehr negativ. Und das geht auch an meine Nerven. Ja, ist gut. Du hast trotzdem die richtige Wahl getroffen. Super. Gute Nachtgeschichten klingen irgendwie anders. Am darauffolgenden Morgen beschäftigt das nächtliche Gespräch Magic-Karten-Nerd Markus scheinbar nicht mehr. Beauty Cecilia offensichtlich schon. Ich bin heute Morgen mit einem Gefühl aufgewacht, voll so, das war alles. Wut, traurig, sauer, irgendwie so alles. Es war so wirklich, ich hab keinen Bock mehr.
ich habe so richtig gemerkt, ey geil, wir sind voll das coole Team. Und dann kommt er und sagt, ja, ja, so gut ist das jetzt auch nicht und so. Und dann belächelt er das. Erstens verletzt mich das, weil ich bin stolz auf uns und er gar nicht. Es ist hart, es ist wirklich, es ist sehr, sehr schwer. Menschlich hat man mich getroffen und irgendwie habe ich das Gefühl, er fühlt sich so wie ich. Manchmal dann weiß ich einfach nicht mehr damit umzugehen und kann dann auch so weit nicht mehr denken. Keine Ahnung, er weiß es nicht. Weiß es einfach nicht. Ja, keine Ahnung. Was haben wir denn mal gesagt bei Freunden? Hier, immer die nehmen kleinen Finger und dann die ganze Hand. Ja. So. Aber nicht einmal nee. Danke. Ich nee, genau. Lüge. Jeremy auch. Anstatt der sagt, oh, Ricky, danke. Du hast mich so weit hier hingeschickt. Nein. Ich schwöre dir. Nein. So, okay, keine Dankbarkeit. Alles klar, dann zieh ich, wir ziehen das dann für so weit, wie es geht, durch. Da sagt er so, ja, also mit anderen hätte ich das gewonnen, aber ja. Das tut richtig weh. Der sagt das. Du, ja, du bist nicht intelligent und das ist nicht so sein Niveau. Sagt so, er dir so? Du bist ja, nicht so direkt, aber schon so. Aber so dir das ja, Gefühl. So, nicht nur das Gefühl, sondern so, er sagt das, ich kann das so nicht in seinen Worten sagen, weil er spricht ja eine andere Sprache als ich. Er sagt jedes Mal, ja. Also findest du uns als Team gut? Also, das ist eine schwierige Antwort zu beantworten. Es ist halt. Ich fand es immer super, wenn er mir gesagt hat, das fand ich nicht cool, Cecilia, das war gar nicht gut. Ich fand, ich habe immer alles angenommen. Ich habe immer versucht, auf ihn einzugehen. Aber er hat nicht einmal versucht, auf mich einzugehen. Ich lasse mir nie wieder, egal ob von Jeremy oder generell von irgendeinem Mann, ich lasse mir nicht mehr meine Psyche kaputt machen. Das mache ich. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich kann das nicht mehr. Ich, ey, ohne Scheiß, ich hatte wirklich, wenn ich so zurück in meinem Leben so denke, ob es auch so Männer war, die ich kennengelernt habe, ne? Wirklich, so, ey, da waren für wieder Energie drauf, ne? Tschüss, hier bin ich so, nein, alles gut. Ah, ich bin scheiße. Ja, okay, ich verstehe das. Mhm. Wirklich, so bin ich. So, ich war noch nie so. Immer nur, du super, super klasse, super, super. Und von ihm kommt dann immer nur negativ, du bist nichts, du bist so nicht so klug. Ach ja, der hat gesagt, mit Ricarda hätte ich das Ding gewonnen. Das hat er gesagt. Nein. Das hat er gestern gesagt. Doch, jetzt erinnere ich mich. So stark ich dann auch immer bin, irgendwann ist mir das auch zu viel. Ich könnte mit Nerd niemals in meinem Leben klarkommen. Nee. Deshalb habe ich für ihr, Nerds sind für mich die größten Nerds. Und das ist nicht meine Welt. Und wenn mir einer sagt, hey, ich bin ein Nerd, würde ich sagen, du, ich bin sofort wieder da. Es war mal schön, so einen Einblick zu bekommen für ein paar Wochen. Aber war auch dann mal wieder gut jetzt, ne? Ja, ist wirklich so. Ich weiß, dass die mich alle 100% verstehen. Weil das Problem ist, ich habe mit Luisa schon gesprochen, mit Ricarda, mit Victoria. Die sagen alle zu mir, was redet der da? Was will der mir da sagen? Keine Ahnung. Das ist ein generelles Problem. Boxer. Es ist langsam wirklich ultra anstrengend und scheiße, die ganze Zeit den Nerds zuzuhören. Zeitreisen ist nicht wirklich möglich. Zeitreisen in einem Zeitstrang möglich. Dann wäre die Person, die ja schon in der Zeit zurückgegangen, hätte bereits was geändert. Das heißt, wenn wir Zeitreisen können, dann können wir nur in einen anderen Zeitstrang reisen. Das meine ich. Also irgendwann ist das auch zu viel. Also irgendwann schaltest du ab. Es gibt auch Leute, die sagen, dass Teleportation nicht möglich ist. Teleportation ist möglich, aber dann kommt ja auf die Theorie drauf an, ob das dann immer noch derselbe Mensch ist. Genau, darum geht's ja. Du kannst deine Teilchen am einen Ort löschen und am anderen Ort wieder erscheinen lassen. Aber die Frage ist, ist das immer noch genau du oder einfach eine Kopie von dir? Ich finde es heute irgendwie nicht so warm draußen. Ich glaube, wenn man jetzt hier alleine mit den Nerds wäre, ich glaube, dann wird hätte ich schon lange gesagt, bitte holt mich hier sofort raus. Das ist genau ja das Schwierige in diesem Spiel, das weiß ich ja auch. Weil das wäre ja zu einfach, wenn wir alle gleich wären. Das wäre ja viel zu einfach. Es wird natürlich von Tag zu Tag einfach härter. Und es gibt schon wirklich mal Momente, wo man einfach sagt, ey, ich habe keine Kraft mehr. Es geht einfach wirklich gar nicht mehr. Und man merkt halt, dass wir alle über unsere Grenzen kommen, dass wir sagen, krass, das ist mir manchmal schon zu viel. Das fuckt halt einfach ab auf Dauer deren Art. Selbst eine Victoria und ein Luca, wo man sagt, Harmonie, super, haben sich schon oft gestritten, aber trotzdem alles super. Selbst sie sagt, ich kann seinen Nerd-Gedanken, ich kann das alles manchmal nicht verstehen. Ich bin kein Psychologe, ich bin dafür nicht gemacht, wirklich. Es ist die schwerste Challenge meines Lebens, muss ich ehrlich sagen.
Das hier ist die schwerste Challenge meines Lebens. Ich habe mit Kindern gearbeitet, ich habe mit alten Menschen gearbeitet, ich habe mit allen. Aber in meinem Leben habe ich nicht mit Nerd gearbeitet. Und das ist für mich wirklich. Wir reden nur, in Anführungsstrichen, von, dass zwei Welten aufeinander krachen. Das ist aber sehr viel. Das bedeutet sehr, sehr viel. Ich habe immer gesagt, ich war nicht einfach. Aber das war der schwierigste Mensch in meinem ganzen Leben, den ich jemanden nicht habe, es bis hierhin geschafft. Die größte Herausforderung. Das war die größte Herausforderung. Und jetzt, kurz vor knapp, will ich am liebsten irgendwas nehmen und alles gegen die Wand schmeißen, weil ich ihn wirklich irgendwann mal schütteln will und sagen will, checkst du eigentlich, was ich mit dir durchmache hier? Checkst du eigentlich deine fucking Energie, die du mir jeden Tag raubst? Checkst du das eigentlich? Na, hast du Energie getankt? Es war alles ein bisschen zu viel. Sehr viel die Wochen. Sehr, sehr viel. Ich will jetzt nicht kurz vor knapp aufgeben. Das will ich nicht. Aber das ist einfach mir auch zu viel. Ich finde jetzt einfach mal, er muss auch einfach mal einen Schritt auf mich zugehen und auch mich einfach mal verstehen. Lass mir eine Sache nur, eine einzige kleine Kritik geben. Du sagst mir, ja, mit dir würde ich das jetzt Ding eigentlich nicht gewinnen, mit jemand anderes hätte ich es safe gewonnen. Und so, da denke ich mir, was soll das? Alter, ich habe für dich meine ganzen Wochen 1000 Millionen % gegeben. 1 Million. Wir haben so viel geschafft, aber irgendwie siehst du das immer noch nicht. Denk einfach mal drüber nach, logisch nach, warum wir das so weit geschafft haben. Und das kann der nicht. Das kann der nicht. Er sieht das alles negativ. Und das zieht mich runter. Guck mal, was wir ein geiles Team sind. Das habe ich noch nie von dir gehört. Und dass man mir dann sagt, ja, du bist jetzt nicht die Intelligenteste. Für mich waren das dann alles so objektive Dinge, die ganz anders gemeint waren, als sie bei Celia angekommen sind. Sie hat das dann auch immer sehr persönlich genommen und natürlich auch hinterfragt, so habe ich also was gegen sie, ist sie nicht gut genug. Du weißt gar nicht, wie oft du mich beleidigst. Ich musste mir schon anhören von dir, ich mag dich eigentlich nicht, Cecilia. Du bist komisch. Dinge, die ich in meinem Alltag niemals akzeptieren würde. Ich habe gesagt, ja, okay, dann ist das so. Und das ist für mich ganz hart. Also ich sag dir, irgendwann, wenn ich die ganze Zeit Tritte bekomme von dir, kann ich auch nicht mehr. Ich muss auch an mich denken und nicht immer nur an ihn. Und mir geht's einfach scheiße. Ich habe die Energie gegeben ohne Ende. Ich habe dir jeden Tag gesagt, hey, guck mal, wie gut du aussiehst. Guck mal, wie klasse du aussiehst. Ich habe nicht noch nie von dir einmal ein Danke gehört. Oder hey, das hast du gut gemacht. Und das ist für mich das Schlimmste. Heute ist das erste Mal, dass ich sage, ich weiß nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Dass ich meine ganze Energie, meine Freude jemandem gegeben habe, der das eigentlich gar nicht will. Das macht mich wirklich traurig, weil ich nicht weiß, was ich falsch mache. Und ich finde einfach, ich mache nichts falsch, weil ich so auf dich eingegangen bin. Ich mache das wirklich, weil ich es mag, wenn jemand glücklich ist und wenn jemand strahlt. Und das habe ich bei dir gemocht. Aber ich habe mich heute das erste Mal gefragt, Cecilia, was hast du denn? Von dir kommt gar nicht zurück. Das ist halt alles überhaupt nicht auf, was ich hinaus wollte. Das, was du sagst, dass du mir Energie gibst, das kostet mich Energie. Es kostet mich unheimlich viel Energie, in deiner Nähe zu sein. Diesmal verstehe ich gar nichts mehr. Wenn man dir sagt, das ist super und es ist klasse, wie du aussiehst oder sonst was, das ist energieraubend? Ja, das ist energieraubend. Das verstehe ich 0,0%. Jetzt kann ich auch nicht mehr. Ich kann ihn noch nicht lesen. Ich weiß nicht, wie ich auf ihn zugehen soll, ohne irgendwas falsch zu machen. Also da weiß ich nicht, was mache ich überhaupt richtig? Das würde jedem Menschen gut tun, wenn man denen sagt, wie cool er ist, wie wenn man denen in der Gruppe erzählt, ey, wisst ihr, wie er die Matheaufgabe gerechnet hat? Wisst ihr, wie gut das war und so? Dass ich dich einfach vor der Gruppe zeige, ey, guck mal. Das ist dann etwas, mit dem ich schwierig umgehen kann, weil ich halt nie jemand war, der sich gerne in den Mittelpunkt gestellt hat. Er hat das gemacht. Und dann lenkt sie ständig irgendwie die Augen der anderen auf mich. Er hat so gemacht. 10. Du verarschst mich. Für die ist das dann eigentlich etwas, wo sie dann stolz auf sich sind. Warte, wie lange hat der gebraucht? 10 Sekunden? Ich weiß es nicht. Er hat so. Ich bitte sie dann einfach nur innerlich so, hör doch bitte auf, über mich zu reden. So. Ich so, Alter. Da fühle ich mich unwohl. Oh mein Gott. Er hat das gemacht. Oh mein Gott. Ich kenne das nicht. Dann tut es mir leid, dann habe ich alles falsch gemacht. Aber ich würde es immer wieder so machen. Weil das ist das, was das Leben schön macht, wenn man Komplimente bekommt. Ich würde es schon als Hauptchallenge bezeichnen, dass wir jetzt diese beiden unterschiedlichen Welten haben, die aufeinandertreffen zwischen Beauty und
Beauties and Nerds. Ich komme mit dir nicht klar, wir sprechen eine andere Sprache, du bist eine andere Welt. Du sagst mir immer wieder, ja, du bist mir zu anders. Ich verstehe deine Sprache auch nicht. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Gestern hatte ich das Gefühl, du denkst, eigentlich wärst du mit einer anderen besser dran. Und was du da mir gesagt hast, das fand ich sehr enttäuschend. Das hat mich echt traurig gemacht, muss ich dir echt sagen. Ich habe das Gefühl, dass Cecilia ihre Worte nicht besonders weise wählt, sondern halt einfach nur Kaskaden, die Worte ihrem Mund entströmen und nur Gerede, Gerede, Gerede. Und hätte sie halt vor einer Viertelstunde ruhig da gesessen und drüber nachgedacht, wäre das vielleicht so 3-4 Sätze gewesen und ich hätte gewusst, was sie mir eigentlich sagen möchte. Aber stattdessen muss ich nur 15 Minuten stehen und versuchen herauszufiltern, was sie eigentlich meint. Und das ist schon anstrengend. Willst du was sagen? Nee, es gibt etwas, was du hören möchtest. Nee. Okay. Möchte ich nicht sagen. Okay, super. Also ich brauche auf jeden Fall ein bisschen, ich muss ein bisschen runterkommen. Ich muss ein bisschen wieder, ich muss einfach ihn jetzt mal lassen. Na, ihn das erstmal durch den Kopf gehen lassen. Meine erste Wahl war eigentlich Ricarda und bei ihr kommt an, so mit Cecilia kann ich gar nichts erreichen. Und das habe ich weder gesagt noch gemeint. Wie kommst du zu diesen Schlüssen? Ich meine, welche Gedankengänge verfolgst du? Deswegen werde ich Cecilia so Sachen mitteilen, die vielleicht etwas schwerer in Worte zu fassen sind. Ich will mir nachher nicht vorwerfen können, dass ich halt irgendwas hätte klüger machen können. You're just a stranger, you know. Cecilia? Ja? Hast du einen Moment? Ja, klar. Nee, ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen, dass das, was ich gesagt habe, dich verletzt hat. Und ich dir dann ja auch gesagt habe, dass so Komplimente und so weiter und Aufmerksamkeit, dass mir das alles Energie raubt, dass ich halt deswegen auch eher weniger Komplimente gebe, weil ich das halt nur von mir kenne. Also wenn mir jemand so etwas gibt, dann fühle ich mich nicht wohl. Und das projiziere ich dann natürlich auf andere. Dann habe ich jetzt halt erst im Nachhinein verstanden, dass das etwas ist, was du brauchst, dass du Worte brauchst. Aber ich weiß einfach nicht, welche, weil ich jemand bin, der sehr viel alleine war und deswegen auch immer sehr wenig Worte gebraucht hat. Denn zu wem sollte ich sprechen und worüber? Und deswegen sind Worte für mich halt eher so ein, keine Ahnung, überflüssiges Werkzeug, das ich nicht zu benutzen gelernt habe. Das sind halt so auch Worte, von denen ich meine, dass sie bei dir anders ankommen, als sie bei mir irgendwie. Ich meinte halt sowas wie mit Ricarda, ich zum Beispiel bessere Chancen gehabt. Das ist jetzt nicht so, mit dir kann ich das nicht gewinnen, nee, das oder mit jemand anderem gewinne ich definitiv. Ja. Also weder das eine noch das andere habe ich gesagt und auch nicht gemeint. Wenn mich dann irgendwas verletzt, dann sag mir das bitte sofort. Und ich möchte einfach nochmal Danke sagen, dass du dann halt trotz all dem so lange durchgehalten hast, dass du dir die Mühe gegeben hast und dass du dein Bestes versucht hast. Und ich finde das klasse von dir. Ich danke dir wirklich. Das ist dann auch etwas, mit dem sie etwas anfangen kann, was halt Worte wären, mit denen ich selber nichts anfangen könnte, was mir halt so ein müdes Schulterzucken entlockt. Ich danke dir, dass du mit mir das Gespräch gesucht hast und ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Weil dir sowas auch nicht einfach fällt. Es kostet mich auch Energie, aber es ist halt wichtig, dass wir das machen, einfach damit wir uns besser verstehen, einander näher kommen können. Eine Umarmung, die du nicht leiden kannst, aber. Gut, wir machen das Ding heute. Ich denke, dass wir trotzdem ziemlich gut zusammenarbeiten können, weil wir uns einfach beide Mühe geben. Und ich glaube, das ist dann auch, worauf es ankommt, dass keiner von uns beiden den anderen irgendwie aufgibt.